Der Torre Matta, das bedeutet verrückter Turm, steht auf der Meeresseite der Bastion. Das Gebäude stellt die alte Verteidigungsmauer dar und ragt deutlich aus den Uferbauwerken des Hafengebietes hervor. Noch heute sind die ursprünglichen dekorativen Pechnasen gut sichtbar, die die alte militaristische Bestimmung beweisen. Zu Beginn des Baus, gegen Ende 15. Jahrhunderts, wurde der Turm zylinderförmig gebaut. Anschließend wurde er von einer viereckigen Form umgebaut, um die ballistische Effizienz des Verteidigungssystems des Turms zu verbessern. Im Innern befindet sich ein 14 Meter hoher Raum, der kürzlich restauriert wurde. Die Umbauarbeiten des 16. Jahrhunderts sind noch heute gut sichtbar und werden vom hellen Design betont, das die gesamte Struktur verziert. Dieser wundervolle hohe Raum eignet sich hervorragend für Ausstellungen, Konferenzen und Meetings.